So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, heute habe ich mal spontan die Umfrage geschlossen und ausgewertet. Beziehungsweise jetzt, wo ich es gerade, also kurz bevor ich die Aufnahme begonnen habe. Für euch kommt die ja erst Montag, also morgen um 6 raus. Wie auch immer. Ich habe insgesamt vier Umfragebeantwortungen, eine im Forum, die ich nicht zähle, weil ich ganz genau weiß, dass der abgestimmt hat, sich herzlichst wenigstens für das Spiel interessiert oder mein Let's Play, und es ist einfach nur eine Gefälligkeitsabstimmung und das passt nicht so richtig rein, da bin ich mal ganz undemokratisch. Ja, dann haben wir noch eine Stimme in den Kommentaren für die Harpienflügel. Sowie zwei Stimmen auf SurveyMonkey, jeweils eine für die Blattflügel und eine für die Dämonenflügel. Also haben wir für die drei Flügel jeweils eine Stimme, und da es dann halt so ausgeglichen ist, nachdem ich die eine Stimme gestrichen habe, sag ich mal, entscheide ich mich mal, und ja, ich mach's kurz. Ich fand die Stimme in den Kommentaren für die Harpienflüge eigentlich so mit die beste Idee. Die Blattflüge hole ich mir eh später. Also können die auch ruhig warten. Und Moment kurz. So. Und die Dämonenflüge hole ich mir auch bald. Wahrscheinlich im Anschluss. Wie auch immer, das muss ich erstmal gucken, das müsste unter Monsterzeug sein, und das habe ich mittlerweile nach unten verlegt. Ja, ich habe das geplant, hier so zu lange zu warten, bis praktisch Zeit ist, die heutige Folge, also die jetzige Folge rauszubringen oder aufzuzeichnen, sprich bis um Mitternacht. Und ja, mal ein bisschen Geduldsspiel, sag ich mal so, weil ich konnte es kaum erwarten, mir die Flügel zu holen. So, bevor wir jetzt noch 10 Stunden hin und her laufen und labern, Moment, wir brauchen auf jeden Fall, ich glaube 20, ich nehme einfach mal pauschal 20 Stück. Das müsste reichen, Soul of Flight, dann den Giant Harpy Feather, und das müsste es eigentlich schon gewesen sein, oder? Ja, flup, 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 und gleich das Achievement. So, dann wollte ich noch mal was gucken. Kann man? Ah ja, die kann man auch einfärben. Oh, auch nicht schlecht. So, wie auch immer. So, passend zu den Harpienflügeln. Passend, damit es ein bisschen besser passt zu den Harpienflügeln, nehmen wir die einfach mal raus, ja, und tun sie in die Linkskiste, die ein weiter oben ist. Man, zu lange nicht mehr gezockt. So. Moment. Quickstack. Quickstack. Nee, gut, das wollte ich wissen. Alles klar. So. Wo wir jetzt endlich die Flügel haben. Die schon recht weit hoch gehen. Ne, Moment. So, so. Ja. Würde ich sagen, können wir mal weitermachen. Was habe ich vor? Unter anderem, erstmal wollte ich schauen, ob ich mir schon irgendwie was besorgen kann, um den Hello zu verbreiten. Nö, doch. Cleanse the Evil, ja gut. Shiver Thorn Planter Box, Moment. Ich glaube, der Sweet Planter Box, das hatten wir auch noch nicht, oder? Nee, aber ich warte noch, bis sie einmal alle, ne, Blutmond Nacht und so. Nee, Moment, hä? Hab ich ihn verguckt? Ah, die habe ich auch schon längst. Welche wollte ich denn? Ach! Guten Morgen! Ich glaube, das waren die
Shop Fire Blossom Palanda Box. Ja gut, okay. Ich wollte trotzdem. Oh, guten Morgen, aufstehen. Hello Seeds. Ja, komm. Holen wir mal einen ganzen Stack und. Auch wenn es jetzt ein bisschen albern ist, aber egal. Blub. So. Kommen wir vorbei. Ha! Das geht sogar. Na. Achso, ich habe da keinen Schalter hingemacht. Genau, die brauche ich. Und die sollte es jetzt seit dem Hardmode geben. Ja. Hätte ich eigentlich auch mal früher machen können, aber da auf sowas kommt man natürlich nicht. Schlau wie man ist. Die ganze Zeit davon geredet, oh Hardmood, bla bla bla, und dann vergessen. Ejol. So, ich wollte erstmal gucken. Genau, ich wollte es hier so ein bisschen verbreiten, in die Richtung. Weil mich stört das so ein bisschen, dass. Das komplette Hello vom Eis verdeckt ist. Ach, ist das schön, wieder Flügel zu haben. Ach ja. Ja, momentan sieht man noch nicht viel davon, aber was soll's. Ja, du mich auch. Warte mal. Ja, gut. Mann, die hauen ganz schön rein. Der Zauber. Zumindest glaube ich das. Egal. Gut. Hubala. So. Naja. Irgendwie kann man, finde ich, man kann immer noch besser ziehen mit dem Dingsbums. mit dem Waterbolt und den anderen. Ah, vor allem mit dem Waterbolt. Ah ja, es geht durch und trifft eventuell mehrmals. Das ist doch schon mal wichtig. Habt ihr, Emmy, habt ihr bisher noch nie wirklich benutzt? Halt auch nicht so viel davon. Auch das hätte ich eigentlich da. Egal. Oh. Da haben wir doch etwas gesehen. Ja, die will ich jetzt mal öfters nehmen. Wer weiß. Strange Plants. Wer weiß, ob es da noch zusätzliche gibt. Aua. So, ja, und. Habe ich den überhaupt noch in den Taschen? Ja. Komm, machen wir das einmal, dann haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. Bevor ich den Hello verbreite. Wobei, eigentlich ist es egal, aber gut. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, einen Scheckel brauche ich nicht unbedingt. So. Hallo? So, das müsste schon fast reichen. Fürs erste und oben. Hä? Oh, muss ich mal gucken, ob das direkt hier und so, ne? Ey, das sah nur so aus wie eine Beleuchtung. Ich dachte schon. Ja, und wir haben Tag. Wie auch immer. So, das muss ich auch nochmal hier verbreiten. Hallo? So.
Und irgendwann später gehe ich mal gucken, dass ich so ein paar... ich kann jetzt gucken, ob schon Feen spawnen. Oh, da wachsen ja schon ein bisschen Hello-Bäume. Geht ja relativ schnell. Weil ich bräuchte nämlich ein bisschen Feenstaub, dann kann ich das viel besser verbreiten. Für den Anfang, solange wir noch nicht den kleinen Terminator haben. Aber irgendwie sieht es nicht sehr feenmäßig aus. Na gut, okay, wir geben dir jetzt auch wirklich keine Chance, uns hinterherzukommen. Aber, also, ein Leuchtevieh. So, ja. Oh, Ente. Ah. So, gut. Ja, so viel dazu. Ja, dass es zum Bogen fliegt, ist ein bisschen blöd, aber gegen Gegner, die lang sind, wie zum Beispiel der Dings, Destroyer, ich glaube ja, ne? Der Destroyer kann das recht hilfreich sein. So, wie auch immer, ich wollte jetzt erstmal das Hufeisen wegtun, weil das brauche ich nicht mehr. Geht Richtung Movement. So. Der Rest ist wahrscheinlich so ein Quickstack. Ja, komm, weg damit. So, Ente haben wir nicht. Tut das nicht so eine Ente? Mäh. Alchemie und Kräuter, das können wir erstmal da rein tun. Strang geplant. Was haben wir denn bekommen? Jetzt habe ich das nicht gesehen. Gel Dye? Haben wir das schon? Nee. Ja, wirkt ein bisschen schleimig, aber so doll ist das nicht. Aber immerhin interessant, dass es mit dem Hard Mode noch eine ganze Latte weitere Färbemittel gibt. Und ich muss dahin. So, jetzt wollte ich in den Dschungel. Und da, das habe ich sowieso noch mit, alles klar. So. Die Plattform oben kann ich auch irgendwann mal wegmachen, aber nicht jetzt. Wir haben schon genug Zeit verdaddelt und verquatscht. Mit sinnlos Kram. So, habe ich das noch? Wie war es noch? Ja, alt. Achso. Komme ich da nicht so schon dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir probieren es mal. Ach, im Leben nicht. Dazu brauchen wir um einiges bessere Flügel. So, die können wir droppen, was wir brauchen. Deswegen nehme ich die mal mit. Ja, irgendwie von der Zielgenauigkeit und so weiter gefällt mir die Waffe noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, bei bestimmten Gegnern kann sie nützlich sein. Ansonsten werde ich mir wahrscheinlich auch demnächst mal wieder den Pipi-Strahl holen. So, da ist auch noch eine Strange Plant. Ah. So.
So, sind wir auch bald da. Meine ich doch. Na, ah, komm schon ein ordentliches Stück hoch mit den Harpienflügeln. Gut, gut. Die nehme ich mal mit. Ja, irgendwie, weiß nicht. Ist der Schaden ein bisschen mau, finde ich. Und wie gesagt, irgendwie schaffe ich das nicht so wirklich damit zu zielen. Muss immer ein bisschen vorhalten. Gut. Ist mir jetzt egal, weiter geht's. Da ist noch eine Strange Plant. Ja, und wegen Vorhalten und so. Nicht nur sagen, sondern auch machen. Warum nicht die jetzt alle mit? Keine Ahnung. Einfach weil ich es kann oder so. So. Wo ist der jetzt endlich? Der Dschungel. Bin ich jetzt schon dran vorbei? Nee, da ist er ja gerade. Ich glaube, ich brauche den. Ach ja, es ist ja schwer ranzukommen, ne? Da war doch was. Nein, Baby Buff. So, wie auch immer, ich gehe jetzt hier mal lang so im Bogen. Und einfach alles mal mitnehmen, so was wir so finden. Aua. So. Eigentlich brauchen wir die nicht zu farmen, aber was soll es. Jungle Grass Seeds können wir immer gebrauchen. Wobei wir damit dabei auch ziemlich, so ziemlich genug haben, ja. Was ist das? Das war eine. Ja komm, nimm mal mit. Scheiß drauf. Hallo? Mal gucken, was da noch ist. Irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht. So. Mit Glück finden wir schon die ersten. Dingsherzen, sag ich schon. Die ersten Herzcontainer. Oh, das nehme ich doch mal mit. Eine goldene Kiste? Nee. Ach, leider nicht die Tiger-Dings drin. Tiger Claws müsste das sein? Ja, ich glaube schon. Ja. Na, was soll das? So, Kiste mitnehmen. Wunderbar. So, die lasse ich stehen. Da wollte ich weiter mitmachen. So, der ist auch weg. Baby Buff? Nee. Alles gut. Vielleicht sind wir getroffen von den Scheißviechern. Der 3, 4, 5 Mal, keine Ahnung. Mehrmals. So, das würde ich sagen. Was war das denn gerade? Achso, wahrscheinlich so ein, naja, da bin ich lang. So ein, einfach nur so ein Stachel in einem Dschungel. So, nehmen wir das nochmal mit. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich, wo ich hier, was ich hier gemacht habe.
Und warum ich den Platin, Quatsch, den Palladium übersehen habe. Weil ich hier damals Matsch Schlamm gefarmt habe. Und seitdem nicht mehr im Dschungel war irgendwie. Da ist noch mehr Palladium. Nehmen wir mit. Ich sag den, nehmen wir mit, danke. So. Kommt mir irgendwie sehr dunkel vor alles. Na! Ah! Kann auch mal da rausgehen, ich Trottel. Egal. Kommen wir schnell wieder hin. Ja. Ich wollte schon sagen, unser erster Hartmode-Tod, aber ich glaube, wir sind schon öfters gestorben. Macht nichts, die Bass werden ebenfalls ausgeglichen, gelaufen. Also können wir ein bisschen was einsortieren. Hallo, Kollege. Reflected Gold Die, Acid Die. Die haben wir beide schon gehabt, soweit ich weiß. Ja, hatten wir auch. Wo hab ich den denn? Hä? Basteln? Boah, mehr als genug davon. Ja, komm. Ah, schmeiß weg. Seil. Ja, weg damit. Kann man es eigentlich verkaufen? Weiß ich nicht. Das ist Waffen. Haben wir davon nur noch gar keinen? Ihr wollt mich rollen, na gut. Gut, weiter geht's. Ach, das Palpett kann ich auch mal wieder rausholen. So, und weiter geht's in Richtung Dschungel. Moment. Da habe ich doch was gesehen. So. Naja, war eigentlich mein Imp, aber egal. Moment. Müsste dann jetzt nicht irgendwie ein Banner droppen, theoretisch? Oh, verschwindet tut sowas eigentlich nicht. Hm, irgendwie nicht. Na gut, ich dachte immer so, alle 50 droppt ein Banner. Ich sage, es ist hier unten. Nee. Oh, 6 PM. Ach, egal, scheiß auf den. Das Gewächshaus jetzt. So. Nö, kein Banner. Na gut, dann halt nicht. Oh, noch eine Strange Plant. Tja, jetzt nehme ich so jede mit, ne? Wo es wieder neue Sachen zu holen gibt. So, das kann ich mal wegtun. Also wieder durchtauschen sozusagen. Green Slime Banner. Ha, guten Morgen, da ist es doch. Lag ich also richtig. Oh Mann, ich muss jetzt nicht sehen, was mein Vieh da. Irgendwie nervt das auch gerade. Aha, hier bin ich mal verreckt. Mhm. Frag mich wann. Wie auch immer. Aber. Ja, bei sowas geht ja schon gar nicht so schlecht. Die Waffe. Oh, der hat da was getroffen. Das brauchen wir jetzt nicht so dringend, aber soll es. So. Oh, meine Fresse, springt nicht alle tausendmal durch mich durch hier.
So, jetzt mal Ruhe. Danke. Dass ich mal die letzten Fitze hier setzen darf. So, machen wir ihn auch schräg. Einfach nur so. Weil wir es können und bla. Weiß nicht, ob er überhaupt so schräg war. Oh, Spike Blindfold. Oh, wo hatte ich den hier schon? Egal. Ich glaube nicht, ne? Das war das, was wir von den Mumien droppen tun können, machen. So. Was das? Ach, so ein Vieh in klein. Ja, scheiß auf den Corruptor jetzt. Einfach mal willkürlich irgendwo hinschießen. Genau, damit das prockt sozusagen. Oder aufgelöst wird. Ausgelöst wird, nicht aufgelöst. Blödsinn. So. Aua. Weit runtergekommen sind wir auch nicht gerade. Mann, das ist noch stockdunkel hier.